Kurt Vinzenz ist nicht nur ein engagierter Gesichts- und Kieferchirurg, sondern auch begeisterter Klavierspieler. Seine Leidenschaft für Musik und Medizin hat er jetzt verknüpft und ein Konzert zugunsten der Kinderkrebshilfe Wien, Niederösterreich und Burgenland auf die Beine gestellt. Wir haben zur Veranstaltung das Billroth-Haus gewählt. Hier trifft sich Musik und Medizin. Das ist die Freundschaft von Theodor Billroth mit Johannes Brahms. Und daher haben wir diese Lokalisation für unser Konzert ausgewählt. Neben Brahms spielt Liszt eine wichtige Rolle für das Konzert. Mit an Bord sind die Intendanten des Liszt-Festivals Reiding, Eduard und Johannes Kutrowatz. Liszt quasi der Erfinder des Benefizkonzerts in der damaligen Zeit. In diesem Geiste ist es uns eine Ehre, als Vertreter des Liszt-Festivals Reiding mit dem Förderverein Internationale Freunde Franz Liszt dieses Benefizkonzert Medizin, Musik zu unterstützen. Bei einem Konzert, das im Billroth-Haus stattfindet und das um diese Freundschaft Theodor Billroth und Johannes Brahms rankt, darf natürlich Johannes Brahms im Programm nicht fehlen. Mein Bruder und ich haben die Ehre und die Freude, mit seinen populären ungarischen Tänzen das Konzert zu eröffnen und zu beschließen. Und Professor Vinzenz wird mit Mozart, Bach und Beethovens Appassionata den Abend abrunden. Dazwischen natürlich viel Liszt. Wir haben hier eine Festspielkünstlerin aus dem Festival Reiding gewinnen können. Daria Kovaleva wird Liebestod und Liebestraum spielen. Das Publikum darf sich auf einen Konzertabend mit einigen der schönsten Klavierwerken freuen.